So, da sind wir wieder bei Paper Mario 2, die Legende vom Eontor. Und im letzten Part haben wir den Baum hier betreten und haben ein paar Bubus getroffen, die in Wahrheit Glitches waren. Und ich merke jetzt schon die Einbrüche. Und die Tür hier wurde wieder verschlossen und wir können nur in eine Richtung. Ich gucke kurz. Ja, wir sind vollgeheilt. Und ich möchte hier aus diesem Raum raus. Okay, hier brauchen wir. Aha, das ist sozusagen wie eine Waage. Wenn wir raufgehen, dann zählt es uns, obwohl er eigentlich 3 runterzählen müsste. Aber es hat halt noch was anderes zu bedeuten. Ich glaube, Mario wird gar nicht gezählt, oder? Genau, es wird Bubuyo gezählt. Okay, hier gibt es nichts. Dann gehen wir weiter hoch. So, ich habe das Gefühl, wir treffen auch gleich auf die ersten Gegner dieses Dungeons. Kraftpunsch macht größer und erhöht die Angriffskraft. Das ist cool. Ah ja. Hallo. Da haben wir schon einen neuen Gegner. Das sind, keine Ahnung. Gobrina, sag uns, wer die sind. Das ist ein Krusimar. Diese Dinger werden von den Krusionen hergestellt. Manche Kapitel 3, Angriffsdruck 2, Verdrängung 0. Wenn sich Mini-Krusimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Krusimaten ausschalten. Yep. Und das machen wir auch gleich, nachdem ich den Typ mir weggemacht habe. Muss ich die. Ja, die Mini-Krustimaten kann ich auch scannen. Okay. Dann ist es doch wichtig, dass ich das tue. Das ist ein Mini-Krustimat. Maximal 2 von ihnen schützen einen Krustimaten. Weiß ich, KB 1, Angriffskraft 0, Verteidigung 0. Diese Dinger sind schuld, wenn Attacken auf einen Krustimaten wirkungslos verpuffen. Mach sie fertig, bevor du einen Krustimaten angreifst. Aerona hilft bestimmt gerne. Okay, ja. Ich habe ja keine Wahl. Und er ruft sofort einen nächsten herbei. Deswegen werde ich zuerst Mario angreifen. Den Kleinen hier vernichten und dann kommt Gumbrina und holt sich den Krustimaten. Okay, das gibt 6 Sternpunkte, wie ich das sehe. Genau. Und eine Feuerblume. Ja, scheiß auf den Hotelgutschein. Ich sagte, scheiß auf den. Bin leider gerade erst aufgestanden. Das bedeutet, ja, was bedeutet das? Vielleicht, dass ich anders spiele, dass ich anders rede oder mit einer anderen Stimmlage oder sonst was. Vielleicht spiele ich ja auch besser, wer weiß. Bisher beklage ich mich nicht. Okay, holen wir uns erst den. Oh, da haben wir auch gleich. Können wir gleich Bingo spielen? Nein, das war das Beste, was es geben kann, die Insignie. Die geben ganz gut Sternpunkte, das freut mich. Da müssen wir vielleicht gar nicht so viel kämpfen. Für ein Level Up. Kämpfen müssen wir sowieso viel. Na du? Oh Mann. Warte, wie habe ich sie? Oh Mann, ob wir wohl jemals einen von diesen Sternen finden? Diese Bubus, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber.
Mann, ich bin überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Oh, hallo. Wieso wird sie überhaupt so ausgeschwärzt, wenn man sie eh gut erkennen kann? Oh, da ist ja Boboma. Bobojo, bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bobojo? Was ich hier mache? Na, dich befreien natürlich. Ach so, na dann, schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen denn auch hier? Ja, also, Bobojo, mein Bruder, sind hier gefangen. Diese Typen nehmen keine Rücksicht auf Ältere. Die sind einfach grausam. Also, Junge, wie gesagt, ja, also, die anderen. Okay. Oh mein Gott, darauf freue ich mich überhaupt nicht. Bobojo, da bist du ja. Bobojo, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist das selbstverständlich und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich raus und habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bobojo. Mario, zuallererst müssen wir den Zen-Schlüssel finden. Oh mein Gott, und deswegen habe ich Angst, dass es ziemlich große Einbrüche gibt. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Hey, du bist doch diese diebische Ratte. Was hast du hier zu suchen? Naja, also eigentlich bin ich hier, weil es hier tolle Orden zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was? Schon wieder ein Kuss? Was denkt die sich? Ja, fast hätte ich es vergessen. Dieses Sternenweh, das du suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesen garstigen Typen. Also pass gut auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald. Ich fasse es nicht. Diese widerliche Kleptomatin. Kleptomanin. Wirklich unausstehlich. Natürlich wacht er jetzt wieder auf. Hey, ihr da. Ihr, was fällt euch ein? Mich einfach von hinten. Das werdet ihr mir büßen. Wieso gibt es für diesen einen so einen Aufstand? Natürlich. Also, der war ja wohl wirklich nicht schwer, oder? Unterschlüsse. Dann können wir Boomer schon mal befreien. Und ein... Alter, ein Ultrapilz. Was werfe ich weg? Lebenspilz ist wichtig. Mysterium. Noch ein Hotelgutschein. Scheiß drauf. Damit spare ich eh nur Geld. Guck mal, das ist eine Karte. Sonst gibt's hier nichts. Nö, sieht nicht so aus. Okay, gut. Ich könnte auch zu dir rein, aber ich werde erstmal hier reingehen. Hallo. Oh, wow, wow, kein Respekt vor dem Alter, mich hier einzusperren. Okay. Ich befreie dich erstmal. Boboma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel! Bobojo, setz dich da hin und hör mir zu. Was? Wieso? Habe ich was falsch gemacht? Boboma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du da rum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel. Rennst mir nichts, dir nichts davon und lässt die kleine Schwester allein zurück. Ja, aber ich wollte doch nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper. Kein Wunder, dass sich alle für einen Einfallspinsel halten. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Nichts auszudenken. Also, hör mir gut zu. Eine Stunde später. Hast du das kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Boboma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer. Was machst du eigentlich hier, Bobojo? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien oder zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich, worauf warten wir dann noch? Oder muss ich mir erst die Gicht holen bei der Kälte hier?
Wow. Und da haben wir eine Stunde verschwendet. Und weg ist sie. Ganz die alte Boboma. Na gut, dann. Und du, Bobo, ja, hab noch ein wenig Geduld. Ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bobojo. Okay. Ja gut, wir haben jetzt Boboma befreit. Ja. Ich muss ja mal kurz überlegen. Dann springe ich mal hier runter. Ich will sehen, was hier ist. Ist es nur eine Abkürzung? Ist es nur eine Abkürzung? Ich muss hier sehr viele Sachen erkunden, deswegen. Wo ist Bubulio? Die können wir gar nicht zurücklassen. Der muss irgendwie vorgegangen sein oder so. Ach, da ist er. Hey Bubulio. Hätte nicht gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich habe es dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Das gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesen schnauzbärtigen Typ traue ich auch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich keine Finger für dich krumm. Dumpfnase! Du kapierst aber auch gar nichts. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Geht das in deine Matschspinne rein? Aber... Spar dir das, Bubulas. Du wirst dem Schnauzer da. Wie war gleich der Name? Cabrio, oder? Mario. Er heißt Mario und er ist ein Star, Bubuma. Ja, ja, schon gut. Ihr werdet also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma. Wenn du meinst. Naja, und ehrlich gesagt, Bubuyo ist mir ja auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also alle zusammen. Meine kleinen Bobos, so kenne und liebe ich euch. Ich verwechsel immer die Stimmen. Yay, 10 Bobos mehr gehören jetzt zum Team. Ich danke euch allen. Übrigens, ich habe auch eine Frage. Wir suchen ein Sternjuwel, weißt du vielleicht irgendwas darüber? Das Sternjuwel? Ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollen dem Stern einen hellen mit reinem Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Und du sollst dir das Sternjuwel holen, bevor diese Provokateure es tun. Ich hoffe sehr, dass wir so auch unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Bist du nicht fertig? Halt, Moment noch, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen alle befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Und das ist der Grund, warum ich das Kapitel nicht so sehr mag, weil wir haben später alle Bubus im Team. Und das ist so eine Arbeit. Und nimm dieses Bubuwe, es zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Es versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechende Podeste legst. Aber vergiss nie, es hinterher wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Schelle rühren. Ein Bubuwe, yay, eine Insignie der Bubu. Eine Insignie der Bubu-Führer, erhalten von Bubuma. Du kannst es verwenden, um die Bubus zurückzuholen. Also Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Ach, noch etwas. Verzeiht mir, in letzter Zeit bin ich wirklich vergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Schrei herrufen. Du hast verstanden? Ja, das wollte ich noch. Ja, jetzt haben wir 11 Bubus im Team. 11 gehen ja noch, aber später sind es dann wirklich 100. Mehr sogar. Ja, jetzt können wir hier das Bubuwe einsetzen. Und damit haben wir sozusagen diese Waage auf Null gebracht und jetzt ist hier eine Röhre. Hey, eine Röhre. Super Sache, diese Bubuwe. Los, gehen wir hin. Ich weiß jetzt nicht, wer gesprochen hat, deswegen. Nun ja. So, dann machen wir mal auf hier. Shit. Das Luigi wieder. Hallo.
Okay. Gumbrina, Kopfnuss. Dies ist sehr effektiv. Oh Gott. Was war das denn? Okay, machen wir das hier auf, dann haben wir eine Abkürzung. Möchte ich schon darüber? Das geht. Ja, mache ich, aber im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.